Hallo ihr Lieben, also wir sind unterwegs nach Frankfurt auf die Rennbahn. Heute haben wir die liebe Bärbel dabei. Bärbel fährt heute, weil Isas Auto kaputt ist, Mannis Auto kaputt ist, meins hat keine Anhängerkupplung. Also Thorsten war so nett und hat uns das Auto zur Verfügung gestellt und ja, Bärbel ist unser Driver. Bärbel kann alles. So, Bärbel, also wir fahren jetzt nach Frankfurt auf die Rennbahn, freuen uns riesig und hoffen, dass das Wetter mitspielt. Hallöchen, ihr Lieben, wir sind jetzt da auf der Rennbahn. Beschmeißt mich gerade mit Heu. Ja, der weiß, glaube ich, noch nicht, was ihn will. Da ist die Rennbahn, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Das genau. Ist die Bärbel. Genau. Die Bärbel. Genau, die Trottel für alles. Die Bärbel, die kann auch alles. Passt dann. Und die Mutti ist heute schon eine Fotograf. Hallo, Isa. Hallo, Mama. Ja. Hey, was sagst du zu unserem Ausflug? Das ist ein spektakulärer Ausflug. Isa, alles klar? Ja, bei dir? Auch? Nee, mach ich nicht. Hallo. Alles gut, Schatz. So, wie das aussieht, hält das Wetter? Lustig. Das macht sich am besten mit der Skyline von Frankfurt da. Wir sind jetzt gerade auf der Rennbahn. Man fährt vielleicht gerade ein bisschen rum. Machen gerade eine Schrittpause. Ich muss gerade gucken, dass hier niemand hinter uns ist. Machen gerade eine Schrittpause und ja, ist total cool hier. Regnet. Manu. Es regnet so dolle. Mensch. Leider hat es jetzt so geregnet. Ich bin so pitchnass, komplett durchnässt. Und der Espresso, oh, der wollte als weiterrennen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn er halt so Spaß dran hat, dann lasse ich ihn halt auch noch zwei Runden mehr laufen. Oder eine Runde mehr. Ja, leider hat nur die erste Runde das Wetter gehalten. Das hat ihm Spaß gemacht, ne? Ein Esel.
Esel. Ja, dann hüpft er auf mich, oder was? Wo ist der Flieger? Ah. Was ich nehmen? Danke. Hätte ich voll verarscht, Bärbel. Espresso geht noch eine Runde duschen, bevor wir die Heimreise antreten. Oh, Gefahr hinter der Hecke. Lisa. Gefährlich. Hätten wir ja noch was aus dem blauen Eimer trinken lassen? Das würde ich zu essen geben, das ernährt er sich schon müde. Ich bin nass. Nass? Jetzt. Das Wasser ist jetzt wieder auf dem Teller. Ich noch ein bisschen Brot von der Bärbel. Bärbel kann alles, die Bärbel kann auch Brot für das Espresso sammeln und trocknen. Gell? Espresso. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Jetzt fahren wir nach Hause. Bis dann. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg von der Rennbahn. Allerdings haben wir Stau und haben jetzt die Autobahn gewechselt. Ich bin so viel schnapp. Wir gehen, gell? So, ihr Lieben, wir sind jetzt endlich wieder im Stall. Die Autobahn war gesperrt und dann mussten wir mega Autowitz fahren in die Box, gell? Da mussten wir mega Umweg fahren, sind jetzt ewig unterwegs gewesen. Der Espresso hat jetzt überhaupt keine Lust mehr, Hänger zu fahren. Liegt da nochmal. Ja, hat mir voll leid getan dann auch. Wir sind jetzt fast 2 Stunden heimgefahren. Und eigentlich fahren wir so 40 Minuten, also Mona legt sich schon wieder hin. Geht jemand Eis? Waldmeister. Hat so der Mann Dampf geschmiert? Das ist an deiner Nase, Espresso. Das ist an deiner Nase. Trottel. Und du hast gar nichts richtig abbekommen. Mach das mal in deinen Mund. Ich habe jetzt ein leckeres Waldmeister-Eis. So, ihr Lieben, ich wollte euch ja auch nochmal Tschüss sagen und habe gemerkt, dass ich das im Auto total vergessen habe. Und jetzt zu Hause muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich gleich arbeiten muss. Deshalb sehe ich jetzt auch wieder ein bisschen normaler aus und nicht mehr komplett nass geregnet und fix und fertig. Ja, also es hat uns auf jeden Fall wieder total viel Spaß gemacht auf der Rennbahn. Es war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es dann genau bei meinen letzten Runden so richtig geschüttet hat und wir so richtig nass geworden sind. Aber der Espresso hat trotzdem noch total Lust und wollte alles weiter galoppieren und weiter galoppieren. Also es war auf jeden Fall wieder richtig cool. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!